Tagesordnungspunkt 18. Zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 4165, Gesetz zur Offenlegung der Bezüge von Sparkassenführungskräften im Internet. Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses. Dieser trägt die Drucksachennummer 6144. Ich eröffne die Aussprache und für die Antragstellende bzw. für die gesetzeinbringende Fraktion hat Herr Kollege Schulz von den Piraten das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause. Unser Gesetzentwurf ist ja nun auch ausgiebig beraten. Sachverständige wurden angehört und haben dabei insbesondere betont, dass es keinerlei Bedenken, zumindest von Experten, juristischer Expertenseite gibt, hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Offenlegung der Bezüge von Sparkassenvorständen und Verwaltungsräten. Dieses Ergebnis ist eindeutig gewesen. Weniger eindeutig waren die Ergebnisse im Hinblick auf die Art der Veröffentlichung. Da wurden in der Tat teilweise Bedenken geäußert. Bedenken wurden aber auch hinsichtlich des Status quo, zumindest von Seiten der SPD-Fraktion, geäußert. Insofern, als die Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum Beispiel außerordentlich schwer auffindbar ist und die Nachforschungen mit einiger Mühe verbunden sind, die der Öffentlichkeit, dem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nicht vollständig dient. Dieses sollte unser Gesetzentwurf ebenfalls, diese Klippe eben überwinden, helfen. Wir hörten in den Beratungen, dass der politische Wille einerseits nicht dahin ausgebildet werden könne. Andererseits ist aber nach wie vor zu beklagen, dass einzelne Sparkassenvorstände wie aber auch Verwaltungsräte sich beharrlich weigern, entsprechende Veröffentlichungen nach dem wohlbemerkt sogenannten Transparenzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen durchzuführen bzw. dieser Forderung nachzugeben. Da muss man allerdings auch dann mal schauen, was dieses Transparenzgesetz überhaupt für ein Werkzeug ist. Es ist nämlich nichts weiter als eine Krücke gegenüber einem tatsächlich dann gegebenen Gesetz. Insofern, als lediglich die Hinwirkungspflicht besteht der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Kommunen auf die entsprechenden Sparkassenorgane einzuwirken. Und da kommen wir auch zu der weiteren Besonderheit, dass dieses in dieser Form auch nicht in der GO, also in der Gemeindeordnung geregelt ist. Zwar wird Bezug genommen auf § 108 der Gemeindeordnung. Dort ist allerdings nicht von Sparkassen und Anstalten öffentlichen Rechts die Rede, sondern 108 meint explizit nur die Beteiligung von Gemeinden an privaten Unternehmen oder die Gründung derselben. Sparkassen sind davon nicht betroffen. Möglicherweise das auch ein Grund, warum die Hinwirkungspflicht nicht in dem Maße wahrgenommen wird, wie es vielleicht auch zum Beispiel von Seiten des Finanzministeriums erwartet wird. Dann geht aber stattdessen das Finanzministerium hin, beziehungsweise die Sparkassenaufsicht, und schreibt Bürgermeister an, derjenigen Gemeinden Kleve, Wermelskirchen und Werne, und tut Folgendes, und das möchte ich zitieren. Im Rahmen der Hinwirkungspflicht haben die Träger sicherzustellen, dass nur solche Personen in den Verwaltungsrat gewählt werden, die sich vor der Wahl zu der entsprechenden individuellen Veröffentlichung für die Dauer der gesamten Wahlperiode unwiderruflich verpflichten. Punkt. Nächster Satz. Eine nachträgliche Nichterfüllung der Transparenzverpflichtung führt zur Abberufung aus dem Verwaltungsrat. Zitat Ende. Sehr verehrte Damen und Herren, diese Briefe, die hier vorliegen, die uns überreicht worden sind, sind der Ausdruck eines Demokratieverständnisses, welches hier wirklich zum Himmel stinkt. Ja, also das kann ja nun überhaupt nicht sein, dass hier die Exekutive hergeht und Gremien, die im Rahmen der gemeindlichen Selbstverwaltung hier auffordert, irgendwelche Wahlhandlungen vorzunehmen oder zu unterlassen oder Leute einzustellen oder rauszuschmeißen, wenn die gesetzliche Grundlage dafür nicht geschaffen ist. Die gesetzliche Grundlage hätte dafür oder könnte dafür geschaffen werden, indem unserem Gesetzentwurf zugestimmt wird. Wird dem nicht zugestimmt, dann muss ich aber hier bemerken, dass es auch keine Änderungsvorstellungen und Änderungsvorschläge gab, die das Gesetz letztendlich zustimmungswürdig erscheinen ließen. Dass eine Änderung auf landesgesetzgeberischer Kompetenzebene möglich ist, haben die Experten gesagt. Von daher kann ich nur an dieser Stelle noch einmal dafür werben, in unserem Gesetzesänderungsentwurf zuzustimmen. Und wünsche Ihnen noch einen weiterhin schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Kämmerling.
Präsidentin, meine Damen und Herren, am 17. Oktober 2013 haben Sie, die Fraktion der Piraten, Ihren Gesetzentwurf eingebracht. Seitdem haben wir Ihr Anliegen im Haushalts- und Finanzausschuss und im Ausschuss für Kommunalpolitik beraten. Wir hatten zwischenzeitlich eine Anhörung und in beiden Ausschüssen die entsprechende Auswertung. Jetzt kommen wir 8,5 Monate nach Einbringung des Gesetzentwurfs der Piraten wieder im Plenum zusammen. Und die Antragsteller wollen immer noch das bestens funktionierende Sparkassengesetz ändern. Ich will Ihnen klar sagen, meine Damen und Herren, in den 8,5 Monaten ist nichts geschehen, was mir Ihr Anliegen notwendiger erscheinen ließe, als dies im Oktober vergangenen Jahres bereits der Fall war. Ich will Ihnen gerne begründen, warum ich das so sehe. Ich bin weiterhin der Meinung, dass beim vorliegenden Diskussionsgegenstand der Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht Anwendung findet. Ausreichend diskutiert haben wir Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz, demgemäß die Gesetzgebungskompetenz gegenüber Kreditinstituten dem Bundesgesetzgeber obliegt. Und auch über die Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse von Bund und Ländern gemäß § 72 Absatz 2 Grundgesetz haben wir uns bereits auseinandergesetzt. Unstrittig ist, dass der Bund mit § 285 Nummer 9 HGB genau hiervon Gebrauch macht. In der Tat hat ein Sachverständiger in der Anhörung keine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz gesehen. Ein anderer hat in derselben Anhörung eine gegenteilige Auffassung vertreten. Meine Bedenken, Herr Kollege Schulz, dass wir als Landesgesetzgeber das von Ihnen geforderte gar nicht regeln dürfen, jedenfalls sind schlicht und ergreifend nicht ausgeräumt. Jetzt lassen Sie uns aber nicht ausschließlich betrachten, ob wir das nun regeln dürfen oder aber nicht. Wenn wir als Gesetzgeber etwas regeln sollen, haben wir auch die Pflicht zu würdigen, ob es für eine neue Regelung überhaupt einen Bedarf gibt. Spätestens hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Piraten, verliert Ihr Anliegen meine Sympathie. Als Sie Ihren Gesetzentwurf vor fast 9 Monaten hier einbrachten, legten bereits 99 von 105 Sparkassen entsprechend Ihrem Ansinnen offen. Mein letzter Stand ist, dass mittlerweile nur noch ganze 4 Sparkassen fehlen. Das hat auch einen Grund, nämlich den § 19 Absatz 6 des Sparkassengesetzes NRW. Da ist nämlich jetzt schon geregelt, dass offengelegt werden soll und die Gewährträger eine Hinwirkungspflicht haben. Sie, meine Damen und Herren der Piraten, wollen eine weitergehende Pflicht als diejenige zur Hinwirkung. Ließen wir Bedenken bezüglich der konkurrierenden Gesetzgebung, wie eben ausgeführt, einmal weg, könnte man eine Pflicht einführen. Selbst dann würde sich mir dennoch nicht erschließen, warum es sinnvoll sein sollte, etwas zu regeln, das ohne ein neues Gesetz bereits so gut funktioniert. Jetzt noch ganz kurz zur elektronischen Veröffentlichung. Den Teil verstehe ich ehrlich gesagt am wenigsten, und zwar besonders nach meinem eigenen Praxistest. Und Herr Schulz, Sie haben das eben noch mal ausgeführt, wie auch bereits in der Anhörung, wie aber auch bereits in 2 Ausschüssen. So kompliziert ist es aber gar nicht. 4 einfache Schritte reichen auf dem Weg zur Erkenntnis aus. Man gibt in das Adressfeld seines Browsers www.bundesanzeiger.de ein, gibt dort die gewünschte Sparkasse ein, klickt dann drittens auf Suchen und gelangt zu sämtlichen Jahresabschlüssen, in deren Anhang namentlich je Vorstandsmitglied die exakte Vergütung aufgelistet ist. Ich frage mich ernsthaft, was will man da noch mehr? Herr Witzel, wer weiß das? Also ich denke mal, wer auf der Suche im Internet hiernach ist, dem ist auch die Suchmaschine Google ein Begriff. Ich würde dann erläutern, wie man dann nicht in 4, sondern in 6 Schritten auch über Google zum gleichen Ergebnis kommt. Unter dem Strich funktioniert aus meiner Sicht alles, was die Piraten hier fordern, bereits jetzt und das absolut zufriedenstellend. Dass sie einen anderen Regelungsweg wünschen, ist legitim. Den für unsere Zustimmung notwendigen Bedarf dafür erkennen wir aber nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kämmerling. Bitte bleiben Sie gleich am Redepult stehen. Herr Kollege Schulz von den Piraten hat sich nämlich zu einer Kurzintervention gemeldet und müsste jetzt einmal sich eindrücken. Bitte schön. Vielen Dank. Lieber Herr Kollege Kämmerling, ich muss da leider doch noch mal darauf eingehen, auf Ihre Darstellung hinsichtlich der Frage konkurrierende Gesetzgebung, ja oder nein.
Wir haben ja nun mal in der Expertenrunde von drei versierten, absolut als Koryphäen zu bezeichnenden Bankjuristen gehört, dass der Regelungstatbestand, der hier in Frage steht, dem Sparkassenverfassungsrecht angehört und nicht dem materiellen Sparkassenrecht, welches in der Tat dann gegebenenfalls der konkurrierenden Gesetzgebung unterliegen könnte, auch unter Berücksichtigung aktienrechtlicher Bestimmungen. Aber Fakt ist, die Regelung, wie wir sie hier in den Raum gestellt haben, haben alle Experten eindeutig als in die Gesetzgebungskompetenz des Landes möglicherweise fallende Regelung angesehen. Würden Sie also hier an dieser Stelle diesen drei, unter anderem auch von Ihrer Fraktion geladenen Experten, ins Zeugnis schreiben wollen, dass Sie Unrecht haben? Das kann doch meines Erachtens nicht ganz angehen. Und wenn Sie auf der anderen Seite hier ausführen, dass das, was existent ist, nämlich innerhalb von § 19 Sparkassengesetz einerseits wie andererseits im Rahmen des Transparenzgrenzgesetzes NRW, wie dann aber auch im Rahmen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und alles so wunderbar funktioniert, wie kann es also, und zwar wie nach Ihren Worten absolut, wie kann es also sein, dass noch am 25.06.2014 drei gallischen Dörfern in Nordrhein-Westfalen entsprechende Schreiben übermittelt werden müssen? Ja, vielen Dank für die Kurzintervention. Sie machen dasselbe wie in der Anhörung, Sie machen dasselbe wie in der Auswertung und den Ausschüssen. Sie nehmen sich einzelne Punkte raus, die in den Stellungnahmen der Gutachter bzw. der Sachverständigen gestanden haben. Schauen wir uns doch mal genau an, was die gesagt haben. Rheinischer Sparkassen-Giroverband. Dieser bezieht sich in der schriftlichen Stellungnahme auf das Urteil des OLG Köln vom 9.06.2009 und unter Verbindung damit den Beschluss des Landgerichts Bielefeld vom 22.09.2009. Ich zitiere da einfach mal, stelle fest, dass eine landesrechtliche Norm über die Veröffentlichung der individuellen Vorstandsbezüge gegen die in Artikel 72 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz getroffene Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern verstößt. Erstens. Zweitens. Professor Dr. Oebeke von der Universität Münster. Ich zitiere. Rechtspolitisch kommt es hier meines Erachtens vor allem darauf an, ob eine entsprechende gesetzliche Regelung erforderlich ist. Diese Frage ist meines Erachtens zu verneinen. Trotz der, wie gezeigt, eher schwachen Ausgestaltung der Regelung wird sie inzwischen nach jüngsten Presseberichten von 100 der 104, sagt er, Sparkassen im Lande, also mehr als 96% umgesetzt. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz aus der Stellungnahme. Da heißt es nämlich, es gibt eine ganze Reihe von Feldern, wo gesetzliche Regelungen nicht umgesetzt und gesetzgeberisches Nachbessern zur Erreichung von Regelungszielen dringender erscheint. Schauen wir uns die beiden anderen, ich glaube, ich habe noch 10 Sekunden auch noch an. Professor Helmut Siegmann sagt, fraglich ist, ob die vorgeschlagenen Regelungen in die Gesetzgebungszuständigkeit des Landes fallen. Ich zitiere weiter, die vorgeschlagene Regelung könnte in das Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 Nummer 11 Grundgesetz fallen. Und wir könnten noch zu Herrn Klein von Hostetter, Krambach und Pachner sprechen. Das tut mir leid. Denn die würden das noch mal unterstreichen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Kämmerling. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schulz und Herr Kämmerling, Sie haben recht. Wir haben schon ausführlich über diesen Gesetzentwurf der Piraten gesprochen. Aber auf eine Stelle möchte ich hinweisen. Eins ist für mich ein ganz zentraler Punkt dieser Debatte. Nordrhein-Westfalen hat bereits ein gut funktionierendes Transparenzgesetz. Denn es war dieser Landtag, der vor 5 Jahren über die Fraktionsgrenzen hinweg ein Gesetz verabschiedet hat, mit dem Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle bei Transparenz in öffentlichen Unternehmen einnimmt. Auf Grundlage dieses Gesetzes haben mittlerweile, nach meinen Recherchen sind es 99 der 105 Sparkassen in Nordrhein-Westfalen ihre Vergütung angegeben. 99 Sparkassen sind diesen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Transparenz mitgegangen, in Prozenten 94%. Und zur Einschätzung dieser Quote, Herr Kämmerling, Sie haben es eben gesagt, möchte ich auf eine Äußerung in der öffentlichen Anhörung hinweisen. Dort führte nämlich Professor Jan-Bernd Oebeke aus, dass der Gesetzgeber mit so einer hohen
Gesetzeserfüllung zufrieden sein könne. Wörtlich sprach er von einer extrem hohen Quote, denn ihm würden viele Gesetze einfallen, wo man eher nachbessern müsste. Natürlich ist es nicht hinnehmbar, dass 6 Sparkassen bislang noch keine Angaben gemacht haben. Das ist aber aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, kein Problem der gesetzlichen Grundlage, sondern der praktischen Umsetzung. In der abschließenden Sitzung unseres Fachausschusses hat das Finanzministerium erklärt, dass man inzwischen aber auch bei diesen 6 Sparkassen einen Schritt weiter sei. Dass alle Sparkassen ausnahmslos die Vergütung offenlegen, war der erklärte Wille aller Fraktionen dieses Hohen Hauses. Das ist nun die Aufgabe des Finanzministers, den wir ausdrücklich hier in die Pflicht nehmen. Gerade öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke, wie Sparkassen stehen im Blickpunkt, weshalb wir für besondere Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder zu sorgen haben. Dies ist uns mit dem damals eingebrachten Gesetz praxisgerecht und mit Augenmaß gelungen. Sparkassen leben nun mal von Vertrauen ihrer Kunden, aber auch von einem soliden ordnungspolitischen Umfeld. Man muss daher ganz nüchtern feststellen, das geltende Transparenzgesetz ist ein gutes Gesetz. Eine Änderung dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen ist nicht erforderlich. Deswegen werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jung. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Krüger. Meine Damen, meine Herren, Frau Präsidentin, auch wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen wollen. Herr Kemmerling hat gerade schon hinreichend ausgeführt, wie die verfassungsrechtlichen Bedenken von Seiten der Sachverständigen vorgetragen worden sind. Und wenn Sie sich fragen, inwieweit die jetzige Regelung erfolgreich ist, ja oder nein, ich würde zitieren aus dem Ausschussprotokoll vom 8.5.2014. Herr Gerhard Haldenberg hat dazu ausgeführt, wir sind noch mit 4 Sparkassen, nicht 6 Sparkassen in der Diskussion. In Kleve will der Vorstand Transparenz veröffentlicht, der Verwaltungsrat sagt aber noch nein. In Wermelskirchen sagt der Vorstand, er will nicht veröffentlichen, auch der Verwaltungsrat will nicht veröffentlichen. Und bezogen auf die Sparkasse Werne bzw. die Sparkasse Frontenberg hat man sich dazu entschieden, zu veröffentlichen. Und da warten wir mal die entsprechenden Berichte ab, die ihr bald erscheinen werden, dann werden Sie auch den Geschäftsberichten die entsprechenden Aussagen wiederfinden. Das heißt, von 105 verbleiben noch 2. In diesem Zusammenhang ist von den Beteiligten, sprich Finanzministerium, vorgetragen worden, dass in diesem Zusammenhang die kommunalaufsichtlichen Regelungen ergriffen werden. Wie die aussehen, das hatten Sie gerade vorgetragen. Und ich denke, das macht auch bei den Beteiligten Eindruck. Und zum Schluss möchte ich noch mal gerne eingehen auf das, was Professor Oebeke gesagt hat. Er führte in seinen Ausführungen aus, wie gesagt, ich würde aus verschiedensten Gründen, ich zitiere jetzt, gegenwärtig davon absehen, sprich von diesem Gesetzesentwurf, legen Sie den auf Wiedervorlage. Ich denke, Sie kommen noch in dieser Legislaturperiode auf 100%. Und wenn Sie dabei 99,2% sind, dann ist das immer noch glänzend. Gucken Sie doch mal, was aus dem wird, was hier sonst beschlossen wird. Und dem kann man nur zustimmen. Insofern sehen wir keinen Handlungsbedarf und werden daher diesen Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Witzel. Und Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits vor fast 5 Jahren hat der Landtag Nordrhein-Westfalen Ende 2009 auf Initiative auch der FDP-Landtagsfraktion das Gesetz zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen Transparenzgesetz beschlossen. Dies sieht unter anderem in Artikel 3 nachfolgende Regelungen für das Sparkassengesetz vor. Zu publizieren sind die gewährten Bezüge jedes einzelnen Mitglieds des Vorstands, des Verwaltungsrates und ähnlicher Gremien. Unter Namensnennung aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung. Dasselbe gilt für die Sparkassen und Giroverbände. Diese Verpflichtung zur Vergütungsoffenlegung schließt ausdrücklich nach dem Willen des Gesetzgebers auch die Leistungen mit ein, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen oder regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem jeweiligen Barwert
sowie dem von der Sparkasse während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrages sowie während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und Leistungen. Der Hintergrund dieser Regelungsnotwendigkeit ist offensichtlich. Unternehmen der öffentlichen Hand agieren, genau wie die öffentlichen Verwaltungen selber, im Interesse und zum Nutzen der Bürger. Finanziert sich das Unternehmen zu wesentlichen Teilen aus öffentlichen Mitteln oder trägt die öffentliche Hand das Risiko unternehmerischen Handelns, kommt dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit ein ganz besonderer Stellenwert zu. Dies betrifft auch die Frage, welche Vergütungen Vorstände und Geschäftsführer, aber auch einzelne Mitglieder von Aufsichtsgremien in öffentlichen Unternehmen für ihre Tätigkeit genau erhalten. Bereits im Jahr 2011 hat die FDP-Landtagsfraktion Vollzugsdefizite beim Transparenzgesetz thematisiert und die Landesregierung musste einräumen, dass die gesetzlich vorgesehene Publikation der Vergütung von Vorständen und Verwaltungsräten seinerzeit in vielen Instituten noch gar nicht oder nur teilweise erfolgt ist. Siehe dazu auch Landtagsdrucksache 15-3171. Dies haben im Dezember 2012 auch SPD und Grüne erkannt. In einem Antrag fordern sie die Landesregierung auf, weiterhin mit aller Konsequenz auf Sparkassen, deren Träger hinzuwirken, die Vergütung von Vorständen und Verwaltungsräten wie im Transparenzgesetz festgeschrieben offenzulegen. Nicht wenige nordrhein-westfälische Sparkassen vor Ort haben lange Zeit keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gegen die landesgesetzlichen Vorschriften sind und deshalb auch dagegen verstoßen wollen. Etliche Jahre hat die Mehrzahl der Sparkassen die Transparenzvorschriften nicht vollständig und korrekt erfüllt. Das ist nicht in Ordnung und irritiert insbesondere die vorbildlichen Sparkasseninstitute, die umgehend und vollständig die gesetzlichen Auflagen erfüllt haben und sich ärgern, wenn andere dies nicht machen und dieser Umstand dann folgenlos bleibt. Sparkassen als Anstalten öffentlichen Rechts haben einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen und unterliegen den Grundsätzen des Verwaltungsorganisationsrechts. Sie müssen daher Transparenz- und Kontrollansprüchen der Bürger und ihren Repräsentanten in den Parlamenten genügen. Zur Wahrheit gehört zweierlei. Seitdem die Weigerungen regelmäßig öffentlicher Diskussionsgegenstand gewesen sind, hat sich die Lage deutlich verbessert. Und zum Zweiten, die allermeisten Institute erfüllen heute ihre Verpflichtungen. Der Weg zum Auffinden der Informationen ist aber für die interessierte Öffentlichkeit manchmal etwas mühselig. Eine einfach auffindbare Darstellung im Internet wäre deutlich geeigneter als versteckte Informationen im Anhang von Geschäftsberichten des Bundesanzeigers. Herr Kollege Witzel, diesmal, glaube ich, unterbreche ich Sie korrekterweise, weil Herr Kollege Schulz Ihnen gern eine Zwischenfrage stellen würde. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Möchten Sie auch eine Zwischenfrage stellen, Herr Kollege Börschel? Dann tun Sie das. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Kollege Witzel. Herr Kollege Witzel, sind Sie der Auffassung, Frau Präsidentin, ich würde gerne meine Zwischenfrage stellen, und zwar so, dass ich mich selbst noch hören kann. Herr Schulz, tun Sie das. So schrecklich laut ist es im Moment gerade nicht. Es sind auch gar nicht so viele Abgeordnete da, dass es richtig laut sein kann. Aber die sind dann sehr laut. Gut, ich stelle meine Zwischenfrage. Herr Kollege Witzel, sind Sie der Auffassung, dass die Hinwirkungspflicht, wie sie normiert ist, ein ausreichend auch gesetzlich relevantes Instrument ist, um die Altfälle der Sparkassen wie aber auch jeden künftigen neuen Fall in Hinblick auf eine tatsächliche Pflicht und notwendige Pflichterfüllung zu bewirken? Herr Kollege Schulz, ich antworte Ihnen selbstverständlich gern auf Ihre Frage. Eine Hinwirkungspflicht kann nicht zwingend für sich genommen eine 100% Umsetzung sicherstellen. Wir haben aber eine Güterabwägung vorzunehmen gehabt, wie das die Experten auch dargestellt haben. Was hält man wie weitgehend in der Regelung für praktikabel und was nicht? Ich sage Ihnen ganz klar, mich ärgert es, wenn die Hinwirkungspflicht als solche noch nicht im Ergebnis einen Erfolg der Gesetzesumsetzung entsprechend realisiert. Da würde ich mir hier auch vom Finanzminister noch Ausführungen vorstellen, wie er mit den letzten verbliebenen Institutsvorständen umzugehen gedenkt, die sich bislang weigern und auch klar deutlich machen, dass sie zukünftig auch nicht an Publikation denken. Aber in dieser Abwägung dessen, was man rechtssicher
problemlos machen kann. Andere Konstruktionen haben wir uns seinerzeit für den Weg entschieden. Wir haben deshalb, Herr Kollege Schulz, ja auch für Ihr Anliegen, das Sie in Ihrem Gesetzentwurf artikulieren, grundsätzlich Sympathie. Aber einige Aspekte und Anforderungen sind uns dann doch zu weitgehend in puncto Maschinenlesbarkeit etc. In der Abwägung aller Gesichtspunkte, die für und gegen das Gesetz sprechen, werden wir uns letztlich der Stimme enthalten. Den Ankündigungen des Finanzministers, zukünftig konsequenter als bislang gegen die schwarzen Schafe vorzugehen, muss dieser nun auch konkret Taten folgen lassen. Es ist und bleibt daher eine zentrale Aufgabe der Sparkassenaufsicht sowie der Kommunalaufsicht, endlich und zeitnah die von uns als Gesetzgeber erwartete Vergütungsoffenlegung zu erwirken. Ich will ausdrücklich für die FDP-Landtagsfraktion sagen, das hat man ja längst nicht immer im Bereich finanzpolitischer Themen, dass die Übereinstimmung in der Zielsetzung aller fünf Fraktionen dieses Hauses sicherlich etwas wert ist. Ich unterstelle auch dem Finanzminister nicht, dass er persönlich das Gesetz nicht richtig umsetzen wollte. Aber genau deshalb würde ich Sie bitten, hier dem Parlament darzulegen, wie Sie mit den letzten verbliebenen Fällen zu verfahren gedenken, wo dieses Bewusstsein für die Gesetzesumsetzung für Transparenz noch nicht angekommen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Landesregierung spricht Herr Finanzminister Dr. Walter Borjans. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will erstens sagen, dass wir in der Tat ein ausreichendes Transparenzgesetz haben, das dieser Landtag 2009 einstimmig beschlossen hat, die Hinwirkungspflicht darin jedenfalls einstimmig beschlossen hat. Diese Hinwirkungspflicht funktioniert nicht von selbst, das haben wir erlebt. Wir haben aber erlebt, dass diese Hinwirkungspflicht umgesetzt werden kann, wenn man entsprechenden Druck ausübt und deutlich macht, dass man die schwarzen Schafe nicht im Geheimen davonkommen lässt. Das haben wir gerade in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, sehr eindrucksvoll erlebt. Das hat dazu geführt, dass der Sachverständige Öbecke unter anderem gesagt hat, Glückwunsch zu dem hervorragenden Ergebnis bei der Umsetzungsquote. Das hat man bei vielen stringenteren gesetzlichen Regelungen in dieser Größenordnung nicht. Ich bin etwas verwundert, dass, wenn man dann dieser Hinwirkungspflicht nachkommt und Briefe an die Gewährträger schreibt, beziehungsweise an diejenigen, die zuständig sind für die Sparkassen und deutlich macht, dass man es nicht durchgehen lässt, wenn der Hinwirkungspflicht nicht nachgekommen wird, dass das jetzt auf einmal ein Problem ist. Wir machen das auf der Grundlage des geltenden Gesetzes. Und deswegen haben wir das erreicht, dass es nur noch so wenige gibt, die als schwarze Schafe übrig geblieben sind. Sie haben gehört, wir machen das bei den Verwaltungsräten so, dass deutlich wird, dass wir Konsequenzen ziehen, wenn die Hinwirkungspflicht nicht eingehalten wird. Und was die Vorstände angeht, werden wir uns auch an die noch mal wenden, spätestens nach der Sommerpause. Ich bin ziemlich sicher, dass wir dann die 100% erreichen. Und wenn wir sie nicht erreicht hätten bis dahin, sind wir immer noch besser als manche stringentere gesetzliche Regelung. Und noch eines, was die Veröffentlichung im Internet angeht. Ich gehöre zu denen, die da wirklich sehr für transparent sind. Aber dass das nicht auf der ersten Seite vorne an als erste Information auf der Homepage einer Sparkasse stehen muss, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Es muss sichergestellt sein, dass die Informationen aufgefunden werden können. Und das haben wir ja heute gehört. Das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 18. Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt den Drucksache 6144, den Gesetzentwurf mit der Drucksachennummer 4165 abzulehnen. Wir kommen damit zur Abstimmung, nicht über die Beschlussempfehlung, sondern direkt über den Gesetzentwurf selbst. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU. Dankeschön. Wer enthält sich? Die FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Gesetzentwurf in zweiter Lesung abgelehnt.